Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Das letzte Mal haben wir verschiedene Datentypen kennengelernt. Heute machen wir Operatoren. Ja, was gibt es für Operatoren? Wir haben ja auch schon einige kennengelernt. Nun, es gibt da zum Beispiel den Zuweisungsoperator. Zuweisung. Zuweisungsoperator war einfach ein ist gleich. Ja. Dann gibt es den Block der arithmetischen Operatoren, also Berechnung, arithmetische Operatoren, berechnende Operatoren. Nun, da gibt es eine Reihe, da gibt es zum Beispiel das Plus, das ist Addition. Ja? Addition. Haben wir kennengelernt. Minus haben wir auch kennengelernt. Ist eine Subtraktion. Dann eine Multiplikation war so ein Stern da. Stern, so eine Multiplikation. Dann haben wir Division, das ist ein Schrägstrich, also so praktisch ein Bruchstrich symbolisieren, ja. Division. Und dann haben wir Modulo, ja, oder den Rest, pass auf, das ist eine Division, und jetzt pass auf, zack, zack, gell, ist eigentlich auch logisch, wie das entsteht, das ist der Modulo. Modulo, das ist der Rest einer Division. Okay. Das sind die arithmetischen Operatoren. Da gibt es dann nur zwei spezielle. Da gibt es zum Beispiel plus plus. Ja. Das ist um 1 mehr, ein Inkrement. Also wenn ich zum Beispiel schreibe, Variable a plus plus, heißt das, in a ist noch einmal 1 mehr drin. Okay? Wenn a 2 ist, ja, und dann schreibe ich a plus plus, ist noch 3. Ja. Und dann gibt es noch entsprechend Minus Minus, das ist ein Dekrement. Das hat man relativ häufig, da gibt es extra Operatoren, das heißt relativ häufig hat man irgendwo eins mehr, eins mehr, eins mehr, zum Beispiel beim Zählen. Ich zähle irgendwelche Sachen und dann muss ich jedes Mal halt immer eins mehr, eins mehr, eins mehr und dann schreibe ich einfach A++, da schreibe ich nicht A ist gleich A plus 1. Ja? Arithmetische Operatoren. So funktioniert das. Dann gibt es logische Operatoren. Wir haben ja auch logische Typen kennengelernt, nämlich das Boolean. Ja, da gibt es logische Operatoren. Was gibt es da? Also wenn zum Beispiel wissen will, ist das wahr und das wahr, also eine Unverknüpfung, dann schreibt man das so, das sind das zwei so kaufmännische Uns, ja, das ist ein logisches, schreibe es extra hin, ist ein logisches und oder auch and genannt, logisches und, ja, logisches und. Das heißt, ich brauche links eine Wahrheitsaussage und rechts eine Wahrheitsaussage. Das Ergebnis ist wieder eine Wahrheitsaussage, true oder false. Und es ist halt eine Unverknüpfung. Ja? Ein oder macht man mit zwei so Querstrichen. Das ist ein logisches oder. Verknüpfung. Ja? Und da gibt es ein Nicht, das ist ein Rufzeichen. Das ist ein logisches Nicht. Ein Not. Also. Logische Operatoren, damit kann man zwei Wahrheitsaussagen verknüpfen oder da beim Nicht eigentlich nur eines. Ja, wenn ich sage, eine Wahrheitsaussage ist a größer wie 12. Ja, und dann mache ich nicht draus, ja, dann heißt es, dass a nicht größer wie 12 ist, also kleiner oder gleich 12.
Das haben wir schon bei Vergleichsoperatoren. Man kann nämlich auch Zahlen vergleichen. Vergleichsoperatoren, deren Ergebnis ist dann immer so eine bullsche Aussage, also eine Wahrheitsaussage. Jetzt, was ist das gleich? Ja, wenn ich sagen will, ist das und das gleich, sind zwei Sachen gleich. Normalerweise würden wir hinschreiben, das. Gibt's aber schon, da oben, Zuweisung. Ich mache keine Zuweisung, das passiert relativ häufig, gell, muss man aufpassen, dass man das richtig schreibt. Das ist Gleichheit. Ja. Ist gleich. Ja. Dann gibt es ein Rufzeichen ist gleich. Ja. Was heißt das? Hey, das ist logisches Nicht. Nicht gleich. Ja. Nicht gleich ist das. Nicht gleich. Ja. Dann gibt es nur ein Größer. Dann gibt es nur ein Kleiner. Und ziemlich nah miteinander verwandt gibt es dann ist größer gleich und ist kleiner gleich. Ja? Also das ist größer gleich. Größer oder gleich eigentlich. Gell? Und das ist kleiner oder gleich. Das sind die Vergleichsoperatoren. Jetzt haben wir eigentlich alle Operatoren durch, die die zwei typische Variablen so miteinander verknüpfen können. Aber es gibt noch welche, nämlich die bitweisen Operatoren. Ja, die kehren eigentlich irgendwie da dazu, aber ich führe sie als eigene Gruppe, weil man denkt, ja, irgendwie kehren sie zusammen. Ja. Also das sind bitweise Operatoren. Was gibt es da zum Beispiel? Ich verwende jetzt immer zwei Zahlen, ja, zwei Bitzahlen. Und zwar, ich mache die einfach nur 4 Bit lang. Ja. Ich verwende 1, 0, 0, 1. Das ist die eine Zahl. Und die zweite Zahl, die ich verwende, ist 1, 1, 0, 1. Ja? Die zwei Zahlen werden wir verwenden. So, bitweise Operatoren. Was gibt's da? Es gibt zum Beispiel ein und. Ja? Das ist jetzt ein, also zuerst haben wir zwei und hintereinander gehabt. Das ist jetzt ein bitweises AND. Bitweises AND. Was würde das ergeben? Also wenn ich sage 1, 0, 0, 1 und 1, 1, 0, 1. Ja, was würde das ergeben? Jedes Bit, wo beide da sind, wird ein 1er. Ja, das heißt, in dem Fall kommt raus, das letzte sind beide 1. Passt. Ja? Dann habe ich zwei Nuller, da kommt ein Nuller raus. Dann kommt ein 1 und ein Nuller, kommt ein Nuller raus. Das kommt da raus. Ja? Weil nur dort, an den Stellen, wo zwei 1 aufeinandertreffen, die bleiben über. Okay? Die bleiben über. Bitweises und. Dann ein Schrägstrich, ein so ein Strich. Das ist ein bitweises Oder. Bitwise OR. Ja, also da habe ich 1, 0, 0, 1 und jetzt oder 1, 1, 0, 1. Jetzt muss nur in einem von den zwei muss ein 1er vorkommen. Ja, in einem. Das ist das. Ja, okay, da ist ein 1er. Ja, da ist zwar ein 0er, das ist ein 0er, da ist ein 1er und ein 0er. Also oder, in irgendeins, in dem oder dem ist ein 1er drin, passt. So würde das ausschauen. Bitweises oder. Ja. Dann gibt es noch so ein Dachl. Ja.
Das ist ein bitweises XOR, exklusives Oder. Exklusives Oder, das bedeutet nur dort, wo wirklich ein Unterschied herrscht. Also 01, 001 und dann Dachau 1101. Das daraus folgt, pass auf, im letzten ist der Unterschied, das ist kein Unterschied, das ist ein Nuller. Ist der Unterschied? Nein, ist kein Unterschied, ist auch ein Nuller. Ja, ist der Unterschied? Ah, da ist ein Unterschied 1, ja, und da ist kein Unterschied 0. Also nur diese Bits werden hier praktisch dargestellt. Ja? Nur diese Bits werden hier 1 gesetzt, wo ein Unterschied. Also das ist wirklich 1 und 0 oder 0 und 1. Aber 1 und 1 und 0 und 0 ist kein exklusives Oder. Ja? Das ist es. Ja? Und dann haben wir noch eine so eine Tilde. Hm? Eine Tilde. Da haben wir ein bitweises Not. Ja? Also genau das Gegenteil. Und das ist jetzt wieder nur 1. Ja? Also wenn ich da zum Beispiel jetzt mache Tilde 101001, werden alle umdreht. Gell? Werden alle umdreht, kommt außer 0110. Ja? Und wenn ich sage, das ist Tilde 1101, kommt außer 0010. Einfach umgedreht, nicht. Bitweise umdrehen, bitweises Umdrehen, bitweises Verdrehen. Ne? Gut, haben wir das. Gibt es noch welche? Da gibt es nämlich zwei so kleiner Zeichen. Kleiner. Ja? Das ist ein Shift links. Schieben. Links. Ja? Ein Bit schieben. Das heißt, wenn ich schreibe links, schiebe links, 1, 0, 0, 1, ja, das, was da vorne steht, fällt weg, ja, das erfolgt, pass auf, verhindert wird aufgeführt mit Nuller, da ist ein Nuller, ja, der 1er ist um 1 nach links verschoben, der Nuller ist um 1, und der 1er wäre auch um 1 nach links verschoben, aber der ist weg, back, Wiedersehen, ja, oder, wenn ich sage, schiebe links, 1, 1, 0, 1, ja, wie schaut das aus? Hinten ist ein Nuller, also dann ist der Einser, dann ist ein Nuller, dann ist ein Einser und der letzte Einser da ist wieder weg. Wiedersehen. Schieben links. Ja. Shift left. Ja. Und dann haben wir noch Shift right. Schieben rechts. Genau das gleiche in dunkelblau. Ja, das mal schieben wir nach rechts. Also 1, 0, 0, 1. Ja, was kommt da raus? Das mal schieben wir den rechten. Weg. Weg, rechter Weg. Oder schiebe. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die richtigen Farben erwische. 1, 1, 0, 1. Daraus folgt. Schiebe nach rechts. 0, 1, 1, 0. Ja. Das sind die bitweisen Operatoren. Kann man ebenfalls verwenden. Manchmal macht das einen Sinn. Zum Beispiel bei so Statusleisten oder sowas. Gell? Statusleisten, da macht das einen ziemlichen Sinn, wenn ich sage, okay, ein Bit ist was eingeschalten, das nächste Bit ist was in Automatik, das nächste Bit ist irgendwas. Und ich möchte eigentlich aus dieser Bitleiste nur ein Bit herausholen, dann kann ich mir das mit einem UND, mit einem bitweisen UND herausholen. Maskieren heißt das. Ah, das schauen wir uns ja irgendwann. Okay? Also das sind die bitweisen Operatoren. Und die anderen Operatoren haben wir ja ebenfalls gesehen. So sieht das aus. Ja, das sind die Operatoren, die wir in C und C-Sharp verwenden können. Das nächste Mal werden wir ein bisschen was programmieren wieder. Ja, da werden wir einfach verschiedene Operationen machen mit unseren Rechnern, werden wieder was eingeben können und werden dann Bedingungen, ja, eine If-Bedingung werden wir da
verwenden. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.